Heute gibt's Brezenbratlinge mit am Lauchgemüse. Da wachsen die Brezen am Petersilienstrauch. Ja. Und für unsere Brezenknödel, jetzt habe ich Brezenknödel gesagt, Brezenbratlinge. Das ist ja eben der Clou an der Sache, weil Brezenknödel, ja mein Gott, statt einer Semmel nimmst du Brezen, sind nicht so spektakulär. Und wir haben ja schon unsere tollen Knödel gemacht, also die verlinken wir euch jetzt dann auch noch. Und deswegen dachte ich mir, aus so einer Knödelmasse direkt Bratlinge machen oder so Taler heißen die auch gerne. Und das machen wir heute. Geht zackig und schmeckt garantiert saugeil. Wir brauchen auch wirklich nicht viel. Brezen, Überraschung, an leckeren Bergkäse, damit das so richtig geschmackig ist und Eier noch, ein bisschen Gewürze. Und dazu machen wir Lauchgemüse. Ganz simpel, geht super schnell. Und ich würde sagen, wir müssen mit unserer Taler Bratlingemasse nun beginnen. So, also die Breze, die schneide ich jetzt wirklich in ganz feine Würfel, also nicht zu groß, weil so Klumpen in den Bratlingen, das schmeckt jetzt nicht so wahnsinnig gut oder ist halt ein bisschen blöd zum Kauen, weil wir machen relativ kleine Bratlinge. Also wir schneiden die jetzt halt in ganz dünne Ringe. Nanette hat mich gerade gefragt, wie alt die Brezen sind. Also die sind jetzt vom Vortag. Also das funktioniert einfach immer ein bisschen besser. Dann saugen die sich so schön richtig voll mit der Milch und allem. Also man verwendet die einfach und man kann sie besser schneiden, wenn sie ein bisschen hart sind. Und das kommt alles in eine große Schüssel. So. Eine Breze ist noch zu schneiden. Jetzt hält sich parallel schon mal die Milch, weil die gieße ich dann gleich drüber und darf das schon mal so schön durchziehen. So, die Milch ist erhitzt. Die kommt hier jetzt über unsere Breze drüber. Und dann tun wir auch einen Deckel drauf, damit das schön ziehen kann. Wir schneiden jetzt noch und schälen Zwiebel und Knoblauch. Das dünsten wir in der Pfanne ein bisschen an mit ganz viel Petersilie. Meine Mama hat gesagt, nimm Petersilie mit, die wächst aus und schmeiß es weg. Oder einfrieren halt. Und deswegen habe ich ganz viel Petersilie. Toll, oder? Die gekräuselte, die glatte. Der einsame Jäger, Semi, pirscht sich an seine Beute heran. Gut. Oh, Zwiebel. Schälen. Gar nichts gesagt jetzt dazu, oder? Zu was? Zur Petersilie aufschneiden? Nee. Die Petersilie, die hacken wir jetzt einfach ganz fein. Dann braten wir jetzt unsere Zwiebeln, unseren Knoblauch in dem Stück Butter an, das gerade vor sich hinschmilzt. Und dann geht's los. Schön anschwitzen, bis es schön glasig ist. Miau, 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 miau. Hallo, Jackie. Hä? Hä? Hast du es nicht gewusst? Ja. Ich sag mir, ja, und dann kommt die da einfach langgelaufen. Ja, ich bin doch da. Hallo, wie cool bist du denn? Ich hab mein Ding. Die Petersilie, die kommt jetzt da auch mit rein. Kurz mit anschwitzen und kommt das Ganze mit zu unserer Masse. Dann fällt die so ein bisschen zusammen. Österreichischer Bergkäse. So, den müssen wir reiben, der kommt auch mit dazu. Oh, Hauptsache, der ist ein bisschen würzig. Also wenn du jetzt einen Gouda reinhaust, schmeckt er vielleicht ein bisschen fad, aber mein Gott, Bergkäse ist kein Muss, aber es passt gut. Passt. Dann finishen wir die Masse. So, Käse, Käse, Käse. Dann kommen da jetzt noch zwei Eier mit dazu. Und einen Haufen Gewürze. Aber nicht zu viel Salz, weil die Breze hat ja auch schon Salz an sich. Also da abschmecken. Ein bisschen Pfeffer, also das ist ein bisschen schon gescheit. Und ein bisschen Salz. Da kann man jetzt auch noch Paprikapulver, alles mögliche reinhauen, worauf man Lust hat. Aber mir gelangt das so. Matcha, matcha, matcha. Also unsere Knödelmasse habe ich jetzt richtig gut durchgeknetet, aber damit die so richtig eine homogene Masse wird, lassen wir die jetzt noch 10 Minuten ziehen. So, und währenddessen mache ich die Pfanne sauber, weil die brauche ich jetzt gleich. Immer den Arbeitsplatz sauber machen, wenn man fertig ist. So macht die Semi ihren Arbeitsplatz sauber, sie leckt ihn einfach auf. Ganz genau.
Das waren zu viele Doppeldeutigkeiten in einem jetzt. Ich habe mich jetzt gerade dazu entschlossen, dass wir noch, weil Nanette und ich drüber geredet haben, wir haben noch so viel Petersilie. Und wenn man die mit ein bisschen Öl vermischt und ein bisschen Salz und dann auch so ein Backpapier gibt und dann in den Ofen für so 5 Minuten vielleicht bei nicht so hoher Hitze, dann wird der so richtig schön knusprig. Und es schmeckt so, also knusprige Kräuter, boah. Und das machen wir so als Topping so obendrauf dann. Oh, da freue ich mich jetzt drauf. Das muss jetzt sein. Tut mir leid, Mann. Ja, ich freue mich da drauf. Hallo? In den Rest friere ich ein. Geht super. Petersilie einfrieren. Einwandfrei. Das ist die gute Laune, Simi, die ihr hier seht. Ja, kochen. Da kommt jetzt ein bisschen Öl drauf und Salz. Und dann geht's endlich los, dass wir unsere Bratlinge formen. So, ich mache mal ein bisschen aufs Brett, wo die Bratlinge jetzt gleich drauf kommen, ein bisschen Semmelbrösel, damit die nicht festkleben. Und dann geht's los. So, dann nehmen wir uns jetzt da so ein bisschen was und machen da so einen kleinen netten Bratling draus. So, ganz schnell. So, schaut gut aus. Nachdem die so schnell gehen, habe ich mich gerade entschlossen, dass ich die parallel schon anbrate. Man kann gerne Butter nehmen oder Rapsöl. Rapsöl kann man einfach besser erhitzen, deswegen Butter haben wir ja eh schon drin mit den Zwiebeln. Also ich brate die jetzt halt von der einen Seite an. Mein Gott, wenn sie so ein bisschen goldbraun geworden sind, dann wende ich sie. Ich schaue halt immer mal wieder drunter. Ich gehe mal davon aus, so 4 Minuten von jeder Seite. Und Hitze nicht ganz hoch, sonst verbrennt es nur. So, wie schauen die aus? Uiuiui, die sind fertig. Ich tue die jetzt runter und dann kommen die nächsten dran. Dann können wir jetzt parallel unser Lauchgemüse machen, das wir im Topf anschwitzen und einfach ein bisschen würzen mit Sahne, bisschen Gewürze, die zeige ich euch gleich noch. Und das läuft so parallel vor sich hin dann. Erstmal Lauch gescheit waschen. Am besten dafür, halbieren und schön innen drin den Dreck rauswaschen, wie hier zum Beispiel. Mein Gott, das ist ganz normal. Also ich habe jetzt hier ein Stück Butter, das schmelzen wir jetzt im Topf. Was? Und da kommt dann der Lauch mit rein. Muss auch nicht so heiß sein. Auch wieder aufpassen, dass die Butter nicht anbrennt. Genau. Willst du den Ofen vorheizen? Ist auch eine gute Idee. Den Ofen vorheizen. So, ich schwitze jetzt den Lauch an. Oh, da haue ich auf jeden Fall noch ein Stück Butter. Petersilie kommt jetzt für 5 Minuten bei so 150 Grad Ober-Unterhitze in den Ofen. Und die soll halt so leicht knusprig werden, dann ist die auch schon fertig. Zu unserem Lauchgemüse kommt ein bisschen Sahne, dann ein bisschen an Zucker, ein Spritzer Zitronensaft für die Frische. Die Hand tue ich nur so hin, damit der Kern, wenn er kommt, in meine Hand fällt. Salz und Pfeffer. So, damit wir es aber noch ein bisschen aufpeppen und Lauch ja nicht für jeden immer so wahnsinnig bekömmlich ist, habe ich hier noch ein bisschen gemahlenen Kümmel, ein bisschen Chiliflocken und dann noch dieses Schakalaka-Gewürz. Da ist alles mögliche drin, von getrockneter Tomate bis Koriander. Das schmeckt einfach immer sehr würzig. So, das lassen wir jetzt auch so 5 Minuten noch stehen, wie die Petersilie im Ofen braucht. Und dann anrichten, essen und fertig. Also, unsere Petersilie ist aus dem Ofen und ist richtig schön knusprig. Oh, es ist so lecker. Schmeckt so gut. Und sonst haben wir alles fertig. Wir richten jetzt an. Also, wir haben hier einen schönen Teller angerichtet, der reicht gerade so für mich. Nein! Ich würde die jetzt auch einfach mal so mit der Hand nehmen und dann einfach mal so zerteilen. Man sieht es schon sehr, der Käse ist toll geschmolzen und es ist knusprig, ein bisschen knusprig, schön weich in der Mitte und damit essen.
Das Lauchgemüse einfach so dazu essen, das klappt wunderbar, weil das ist auch schön salzig. Wenn das zu wenig salzig ist, dann ergänzt sich das auch super. Ganz simpel. Hier, also die sieht man auch. Die ist richtig schön knusprig. Die wird nicht dunkel, weil wenn sie dunkel ist, ist sie verbrannt. Also richtig schön crunchy ist die. Also der Stiel jetzt natürlich nicht, sieht man ja. Aber das macht mir gar nichts. Ja, man hört's auch. Oh, lecker. Ich auch voll gut. Danke, liebe Mama, dass du mir den Tipp gegeben hast, mal Brezenbratlinge zu machen. Richtig gute Idee. Ja, und nachdem wir schon ein paar Mal hier Knödelrezepte gemacht haben, verlinken wir euch jetzt einmal unsere Karsnocken und unsere Spinatknödel. Richtig lecker. Das ist am besten angekommen bei euch. Unser erstes Video, die Spinatknödel. Vielleicht machen wir einfach nur noch Knödel. Das sind wir als Knödel. Jetzt. Zum Beispiel Knödel. Nicht mehr so als Kinderchen, zum Beispiel Knödel. Also macht es nach. Rezept ist wie immer in der Infobox. Wir freuen uns auf ein Abo, einen Kommentar, lasst einen Daumen da. Und wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Bis dann. Tschüss.